Und da kommen sie. Salam alaikum. Sprechen Sie in Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Ja, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich meine, darf ich die Tür aufmachen? Oder können Sie vor der Tür kommen? Wir sind nicht von Ihnen, wir sind aus Düsseldorf. Ja, ist egal. Okay. Kein Problem. Aber, Sender? Bitte? Sender? Das ist keine Sende, das ist, ich mache selber einen Dokumentarfilm. Okay. Weil zurzeit in Irak ist leider zu viel schlimm, viele Menschen sterben. Bin Laden damals, als er die, er spielte keine Rolle. Die Türme in Amerika angegriffen hat. Er hatte auch dabei gehofft, dass Amerika überproportional reagiert, dass viele muslimische Zivilisten ums Leben kommen, damit die arabischen Massen auf der Straße gehen gegen ihre eigenen Regime, die unislamisch sind aus seiner Sicht, und gegen den Westen. Und seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Sie sind friedlich auf die Straße gegangen jetzt. Er hatte die Reaktion seiner Feinde, der Amerikaner, eigentlich richtig eingeschätzt, aber nicht die Reaktion der Araber. Und jetzt gehen die Araber auf der Straße endlich mal. Sie wurden sehr oft von Diktaturen manipuliert, um auf der Straße zu gehen, gegen Sünden gegen den Westen oder gegen Israel oder gegen Mohammed Karikaturist oder sowas. Und jetzt gehen sie zum ersten Mal gegen die wahren Gründe der Misere, gegen die eigenen Diktaturen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Beweis dafür, dass Osama und Obama, das ist ja schrecklich. Das passiert so vielen. In deutschen Regierungssprecher passiert es, ja. Dann darf es ihnen auch passieren. Ja, das er eigentlich, bevor er von den Amerikanern ausgeschaltet wurde, von diesen jungen Menschen in Ägypten und Tunesien bereits ausgeschaltet wurde. Das heißt, er hatte längst an Bedeutung verloren. Ja, er hatte seine Bedeutung verloren, ja. Auch an Effektivität sowieso. Früher vielleicht zum Islam über die Schiene des Sufismus reingekommen wären, jetzt kommen sie durch diese Schiene des radikalen Islam, als Zeichen des Protestes, des Andersseins und auch der Wunsch, selber Teil eines Projekts zu werden, nachdem man von der Gesellschaft alles taugenichts. Die Tatsache, dass die arabischen Revolutionen nicht islamistisch waren, heißt nicht, dass der Islamismus vorbei ist. Die Tatsache, dass Osama bin Laden weg ist, heißt nicht, dass die Ideen, die Geisteshaltung und auch die Themen, wovon er profitiert hat, auch auf einmal verschwunden sind. Was waren denn genau seine Themen? Seine Themen waren die Ungerechtigkeit in dieser Welt, sowie die Themen von Herrn Tödenhöfer auch, aber anders ausgedrückt. Die ungelösten Konflikte in der islamischen Welt, die Palästina-Frage, die Tschetschenien-Frage und viele andere Themen, aber auch die Existenz der Amerikaner auf der arabischen Halbinsel, das aus seiner Sicht ein Sakrileg ist und eine Entweihung der Heiligtümer. Er profitierte von diesem Wutpotenzial innerhalb der arabischen Welt. Und diese Wut ist zum Teil berechtigt, ja, weil die Asymmetrie und die Gerechtigkeit in der Welt natürlich vorhanden ist. Können wir jetzt Amerika völkerrechtlich verklagen? Nein. Wollen wir das auch? Nein. Der Koran insgesamt ist ein wunderbares Buch. Fundamentalisten suchen im Koran nach bösen Versen, um Gewalt zu rechtfertigen. Die Angst vor dem Islam, vor dem radikalen Islam, ist natürlich auch gefördert durch Ereignisse wie die vom 11. September 2001. Die sind natürlich einfach da. Ja. Ein Synonym dafür sind die Muslimbrüder. Sie haben, als Sie in Kairo studiert haben, den Muslimbrüdern selber mal angehört. Insofern können Sie das auch aus eigener Anschauung erzählen. Wie war das damals? Was hat das für Sie bedeutet? Warum haben Sie sich für diesen Beitritt in diese Gruppe entschieden? Islam ist faschistoid und das nicht nur seit dem Aufstieg der Muslimbruderschaft und den Salafisten, sondern im Ur-Islam ist dieses faschistoides Gedankengut schon vorhanden. Denn es waren nicht die Muslimbrüder, die den Dschihad erfunden haben, sondern das ist schon Mohammed. Das ist schon der Beginn des Islam. Es waren nicht die Muslimbrüder, die die Aufteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige vorgenommen haben. Das waren die ersten Muslime. Der Ausgangspunkt dieser These war Ende des Ersten Weltkrieges. Da sind drei Imperien zusammengebrochen und statt diesen Imperien kamen die Ideologien.
Die Habsburg-Monarchie war zusammengebrochen, die Zar-Monarchie in Russland war zusammengebrochen, das Osmanische Reich war zusammengebrochen und damit das Kalifat die große islamische Schirmherrschaft über die islamische Welt. Und anstelle dieser Monarchien kamen die Ideologien, um dieses Identitätsvakuum zu füllen. In Deutschland kamen die Nationalsozialisten, in Russland kam der Kommunismus und in der islamischen Welt wurde die Muslimbruderschaft gegründet, fast zeitgleich mit den faschistischen Bewegungen. Der Begründer der Muslimbruderschaft war ein großer Anhänger von Hitler und Mussolini und wollte so einen Anführer für die islamische Welt haben. Er lehnte die Demokratie ab und nannte das eine Gefahr für die Einheit der Muslime. Er wollte alle Parteien vernichten und einen Gottesstaat errichten. Die Angst vor dem Islam, vor dem radikalen Islam, ist natürlich auch gefördert durch Ereignisse wie die vom 11. September 2001. Die sind natürlich einfach da. Ja. Ein Synonym dafür sind die Muslimbrüder. Sie haben, als Sie in Kairo studiert haben, den Muslimbrüdern selber mal angehört. Insofern können Sie das auch aus eigener Anschauung erzählen. Wie war das damals? Was hat das für Sie bedeutet? Warum haben Sie sich für diese Beitritt in diese Gruppe entschieden? Und sie waren dazu auch Muslime, gläubige Muslime. Deshalb sind sie beliebt. Nicht, weil sie ein Kalifat oder Gottesstaat predigen, nein. Es geht nicht nur um Ägypten. Die Muslimbrüder wollen ein weltweites Kalifat. Ihre Ideologie gleicht dabei dem Kommunismus oder dem Expansionsdrang Hitlers. Da marschiert ein islamistischer Mob durch den Kairoer Stadtteil Doki. Parolen gegen die Opposition. Wir werden unsere Moscheen gegen diese Ungläubigen verteidigen. Islamisten stürmen die Zentrale der liberalen Waft-Partei, eine Partei, die sich immer für den Ausgleich zwischen Christen und Muslimen eingesetzt hatte. Es fallen Schüsse, Dutzende Verletzte und ein geschockter Parteiführer. Wir haben Millionen Anhänger, Märtyrer, die bereit sind, ihr Leben für das islamische Projekt zu opfern. In trauter Gemeinschaft mit den Radikalsten der Radikalen, Khairat al-Shata, der mächtigste Mann der Muslimbruderschaft und damit zurzeit wohl der mächtigste Mann Ägyptens. Khairat al-Shata ist ihr Chefplaner und Finanzier. Die Muslimbrüder agieren international. Ihnen gehören riesige Supermarktketten, Öltanker, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland, England und den USA. Und natürlich auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was dort angeboten wird, darf man nicht unterschätzen. Wenn die Gesellschaft jungen Menschen das Gefühl vermittelt, ihr seid nutzlos, tauge nichts, und kommt eine Gruppe und sagt, ihr seid Soldaten Gottes. Nicht nur die Gesellschaft braucht euch, sondern Gott selbst für einen Gottesplan. Das hat eine geheure Wirkung auf die Menschen und ihren Selbstbewusstsein. Da hören die Leute gerne und machen mit und haben das Gefühl, dass sie Teil eines großen Projektes sind. Und das brauchen junge Menschen eben. Khairat al-Shata, ein Multimillionär, von seinen Anhängern wie ein Heiliger verehrt, formte er die Muslimbrüder zu einem Kampfverband. Es ist ein seltenes Bilddokument. Junge Kämpfer der Muslimbrüder beim Training in Kairo. Diese sogenannte Al-Azhar-Brigade wurde von Khairat al-Shata 2006 gegründet. Dafür ging er unter Mubarak ins Gefängnis, aber das Ziel ist geblieben. Und wenn die Jugend nicht Kanäle findet für ihre Emotionen, für ihre Energien, dann werden diese Energien irgendwann in Gewalt und Chaos münden. Ich behaupte mal, die arabische Revolution, der Terrorismus und Massenauswanderung haben die gleichen Gründe. Das ist das Erwachsenwerden einer neuen Generation, die anders leben will, aber man lässt sie nicht. Und deshalb sucht man sich diese Kanäle. Ich finde Ihre Analogie zu den 20er Jahren in Deutschland insofern interessant, weil da hatten es natürlich auch mit einer Generation zu tun oder auch mit einer Gesellschaft, die sich durch den verlorenen Krieg auch gedemütigt gefühlt hat. Ja? Und dieser Punkt, der spielt in Ihren Berichten über auch Ihre Mitgliedschaft bei den Muslimbrüdern ja auch eine große Rolle. Ja, dass man sagt, die
der Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen. Ich bin ein freier Mensch, ich habe für die Freiheit sehr viel gekämpft und getan und ich bin nicht bereit, das aufzugeben, nur weil einige nicht einverstanden sind. Meine Mutter wollte nicht, dass mir etwas passiert. Ich konnte aber dieser Bitte nicht nachkommen, weil ich in Freiheit leben will und weil ich diese Logik nicht akzeptiere, dass ich meine... Sie wollen ja nicht alleine nur in Freiheit leben. Sie wollen ja eigentlich auch eine Art von Befreiung für den Islam. Das haben wir ja gerade besprochen. Wir haben nach wie vor diese asymmetrische Beziehung zwischen Migranten und der deutschen Gesellschaft. Es ist noch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass jemand mit schwarzem Haar auch als Deutscher gesehen wird. Egal wie gut man Deutsch spricht, egal ob man hier geboren ist oder nicht, fragt man immer, und wann gehen Sie wieder nach Hause? Das ist immer die Haltung. In der Führungsschicht der Muslimbrüder sind wir den Prinzipien verpflichtet, man hört zu und gehorcht. Für viele Muslimbrüder scheint sich ein Traum zu erfüllen. Erst die Herrschaft des Islam über Ägypten und dann über den Rest der Welt. Warum haben Sie sich für diesen Beitritt in diese Gruppe entschieden? Die Muslimbrüder waren für mich Marxisten, die an Gott glaubten. Das war für mich wichtig. Wir sind gerade ganz am Anfang oder kommt das aus Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei? Wer predigt in der Moschee? Was wird in den Moscheen gepredigt? Das sind alles Gedanken und Ideologien, die aus den arabischen Ländern und aus der Türkei kommen und schaffen eine Kluft zwischen den hier lebenden Muslimen und der deutschen Gesellschaft. Und dieser Kluft ist genau das, was eigentlich ein Geschäft ist für die Islamverbände, für die Salafisten. Sie leben von dieser Kluft. Zeigen Sie bei Salafisten auf Herrn Dabak. Ist Herr Dabak ein Salafist nach Ihrer Meinung? Nach meiner Meinung ist er ein Salafist. Wenn Sie ein richtiger Moslem sind, dann sagen Sie mir doch, was es ist, was ein richtiger Moslem ist. Denn Sie müssen das von sich selber doch auch wissen. Ja, klar, wenn Sie sagen, Sie sind ein richtiger Moslem, was ist es denn? Was ist ein richtiger Moslem? Sagen Sie es. Sag es mir. Mohammed, als auf die Welt kam und dann während seiner Botschaft, ne? Als erstes, der war gegen die Sklaverei. Ne? Als zweites, da hatte alle Götter nur und hatte gesagt, nee, da gibt es nur einen Gott. Ne? Und drittens war gegen auch die Unterdrückung der Menschen, oder nicht? Wir müssen Deutsche und Europäer in einem Satz überzeugen, in welcher Quelle und was. Ich verrate es Ihnen nicht, aber ich sage nächstes Mal, ich sage in einem Videobotschaft, warum ich bin Muslim. Okay. Aber Sie wissen, was bedeutet erstes Surah im Koran? Was Bedeutung hat? Die Übersetzung meinst du? Ja. Kannst du die Übersetzung auswendig? Sie wissen auch nicht. Also erstes Surah im Koran, Sie wissen nicht, das ist eine Quelle von Islam. Dankeschön. Bitte sehr. Salam alaikum. Bitte sehr. Und der Mann, der uns das alles ermöglicht hat, Herr Karim Izadi.